So, moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Neue Runde hier, LS22 in Nordfriesische Marsch. Mit viel, viel Neuerungen optischer Geschichte, aber natürlich auch technischer Geschichte im Spiel selbst. So, erstmal natürlich moin, moin im Livestream-Chat. Das Ganze live auf Twitch am Donnerstagabend. Auf YouTube ist jetzt tatsächlich erst oder schon Sonntag, ne? Schon ein bisschen voraus, falls ihr jetzt auf YouTube am Start seid. Dann ist die Map auf jeden Fall schon zum Download und das Produktionspack und so weiter. Auf Twitch, liebe Leute, ne, müsst ihr euch wie immer ein bisschen gedulden, bis Shelly dann irgendwann dazu kommt. So, Moinsen, Moinsen, Moinsen. Vielen Dank natürlich nochmal an Octanus, an Andy, an Panic Pity und an Stege für den Support und auch an Winnie. Vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Support, liebe Leute. Danke, danke, Sambuca auch. Vielen, vielen Dank. So, also wir teilen das heute wieder ein bisschen auf. Das Produktionspack ist umfangreich geändert worden. Da werde ich bestimmt locker eine ganze Folge für brauchen, um das so ein bisschen vorzustellen, zu erzählen, was geht wo. Das ist dann in der nächsten Folge. Und aktuell seht ihr hier natürlich mein prall gefülltes Konto wieder im Testspielstand. Bild, danke dir. Moin, moin. Vielen, vielen Dank. Fragen wie immer natürlich zu den einzelnen Geschichten gerne nachher nochmal stellen, wenn ich so ein bisschen mit dem Vorstellen durch bin, weil zwischendurch, wenn ich so im Spiel in der Vorstellung bin, dann überlese ich logischerweise gerne mal was im Livestream und ich will nichts ignorieren. Entweder die Moderatoren haben eine passende Antwort parat oder ansonsten nach, ne, wenn wir hier aufs normale, entspannte Game übergehen später. So, ich werde das aufteilen. Ich mache jetzt einmal die Folge, ist dann Update Map 1.7 und Update Mod Pack 1.4. Denn die beiden Sachen, muss ja sagen, die letzte Version ist mal knapp 2 Wochen her, ne? Also von daher, 1,5 bis 2 Wochen her. Das ist jetzt dafür doch schon eine ganze Menge Neues drin. Aber in der Map selbst kann ich jetzt hier nicht stundenlang um heißen Brei rumreden und will das nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen gibt es in der heutigen Folge Map 1.7 und Mod Pack 1.4. Und in der nächsten Folge dann eben Produktionspack 1.5. So machen wir das. Ja, und dann logischerweise, ne, gehen wir ganz normal wieder über ins Single Let's Play. Also, ihr habt gesehen, wahrscheinlich schon in einer letzten Folge, ich kann es jetzt hier gar nicht zeigen, falls ihr es nicht gesehen habt in den letzten Folgen auf YouTube oder im letzten größeren Livestream vom LS, neue Luzerne-Textur, ne, also neue Luzerne-Textur für verbesserte Performance. Ist auf jeden Fall schon mal wichtig für die Luzerne angepflanzt haben. Denn ja, die haben natürlich im Zweifel ein Problem, aktuell performance-technisch das ordentlich zu verarbeiten. Das sollte, Achimobil, danke dir, auch moin moin. Das sollte natürlich dementsprechend jetzt ab der 1.7 besser sein. Es gibt leider immer noch ein größeres Problem, was das Thema mit den Zwiebeln und den Erdfrüchten angeht. Auch die Team, ja, ich sag mal, die Kollegen von Team Rheinland Modding, ne, die auch das Multifruit Pack machen, die haben sich das ein bisschen angeguckt, aber jetzt leider auch keine Patentrezeptlösung anbieten können sozusagen und dementsprechend natürlich ein paar Lösungsansätze, aber die sind ein Stück weit natürlich klar, aber bedarf dann auf jeden Fall einer Menge Arbeit noch von mir sozusagen, bis dann das Multifruit Pack Optimum funktioniert. Da sind wir dann auch gleich halt beim letzten Punkt hier bei der Karte, also ne, es kommen noch ein paar dazwischen, aber das habe ich mir als letzten Punkt aufgeschrieben. Bekannter Fehler, der noch nicht gefixt werden konnte, Multifruit Erdfrüchte lassen sich teilweise nicht pflügen. Aktuell pflügen kann ich nur empfehlen, mit aktivierter Felderstellung zu pflügen. Dann funktioniert es. Dann kann man auch die Multifruit ummodeln. Ich weiß nicht genau, wie es erntemäßig ist. Also ich würde wahrscheinlich von Zwiebeln oder so noch ein bisschen die Finger lassen. Sowohl in Mission als auch selber. Ich werde natürlich jetzt gucken, dass ich das in den nächsten Wochen mal angehe, die ganze Geschichte. Ist ein bisschen umfangreicher, mal leider. Moin moin. Und ja, wie gesagt, da muss man ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Ich muss unterschiedliche Texturen wahrscheinlich nochmal gucken oder Größendateien. Und das ist, ja, da bin ich noch nicht so der Experte, ganz klar. Meine Karte basiert auf ganz, ganz frühe Mods sozusagen aus dem LS22. Wahrscheinlich sind da noch nicht alle Texturformate richtig hundertprozentig passend gewesen. Vielleicht habe ich selber auch einen kleinen Fehler da irgendwo reingehauen. Und ja, da muss man jetzt tatsächlich alle Stück für Stück vergleichen und im Zweifel dann den großen Umzug starten. Das kann ich aber nicht mal eben so nebenbei machen. Das ist, wie gesagt, da muss ich mich richtig reinfuchsen. Da brauche ich viel Konzentrationszeit und viel, ja, Probezeit, weil diese, ich sag mal, diese Density-GDM-Dateien und wie sie alle heißen, umzuwandeln, umzumodeln und irgendwie auf einen anderen Channel zu bringen, wenn man das nicht regelmäßig macht, dann ist das immer so ein Ding, oh, böhmische Welten, viel probieren, viel machen und merken, dass es nicht funktioniert und nachher ärgern und so weiter und so fort. Deswegen, da schiebe ich noch ein bisschen vor mich her. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, denn empfehle ich aktuell lieber eben, ne, Zwiebeln erstmal sein zu lassen. Die anderen Multifruits überwiegend funktionieren ja.
Und ja, auf Standardfrüchte hat es ja auch keine Auswirkung, da funktioniert da auch alles. Warum das, wie gesagt, bei den Zwiebeln, insbesondere bei dieser Frucht, so problematisch ist, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Ja, mal schauen. Kommt irgendwann, kommt da auch eine Lösung. Moin, 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 moin. Speedy, danke dir für unglaubliche 35 Monate schon. Vielen, vielen Dank. So, also das ist, ich kann es noch mal kurz zeigen. Ich muss mal schon mal gucken. Mal hier eins zurück, genau. Da seht ihr das Problem, das sind die Zwiebeln in der Frucht. Und wenn ich mit dem Flug hier rüber fahre oder wenn ich sonst irgendwas mache, ihr seht es, sobald ich in ein neues Quadrat reinkomme hier von dem Feld, dünnt er mir auf einmal die Zwiebel in der Textur aus. Ich hatte das schon mal gezeigt und das ist halt ein grundlegendes Problem. Überwiegend scheinbar irgendwie aktuell nur in der Zwiebeltextur hier bei mir. Und wenn ich aber mit Felderstellung flüge, dann habe ich ein perfektes, also dann habe ich das Feld auf jeden Fall optimal geflügt. Wenn ich das nicht mache mit Felderstellung, dann eben nicht. Na, dann macht es den Unterschied. Er macht trotzdem das mit der Frucht so komisch. Und wie gesagt, das ist für mich eine ganz, ganz... Octanus haut nochmal 5 Subs an die Community raus. Vielen Dank. Und Mist Max haut nochmal 1000 Bits raus. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für den krassen Support. Bin ich auch noch, ne? Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Tivizo, danke. Ricaro, danke. Ja. Also das, wie gesagt, aktuell ist ein bekanntes Problem, braucht ihr nicht zu melden, wenn ich mich nur Stück für Stück annehme, wenn ich mich da mal rantraue. Bin aktuell lieber so, dass ich dann lieber nochmal eine neue Produktion bastel oder irgendwas und ja, auch wenn man natürlich sagt, mach doch erst das erstmal richtig, bevor wir abwarten. Danke, danke, danke. Danke für unendlichen Spielspaß. Vielen Dank. Also, ohne euch wäre LS22 längst in der Ecke. Vielen Dank. Vielen Dank für liebes Feedback. So, also da wisst ihr Bescheid, ne? Also die Bodenfrucht, wie gesagt, ich habe da ein Stück Hilfeversuch gekriegt, aber leider, ja, muss ich sagen, sind das Ansätze, klar, sind gute Ansätze, sind ja Ideen bei und dass da irgendwas in Argen ist in diesen Geschichten, das war ja ein Stück weit logisch, weil irgendwo mit diesen Boden-Channels muss es ja zu tun haben, aber ich bin da nicht der Experte und ich kann wahrscheinlich in der gleichen Zeit 2 neue Produktionen bauen, oder 3 oder 4 oder 5 sogar, wie ich brauche, um hier diesen Flugfehler von Zwiebeln rauszukriegen. Deswegen habe ich erstmal gesagt, komm, stelle ich erstmal nach hinten. Kommt irgendwann, ja, aber hat bei mir jetzt nicht aktuell die höchste Priorität, weil, wie gesagt, ne, werde es irgendwann hinkriegen, aber Modding ist dann wirklich machen, machen, probieren, probieren, merken, okay, irgendwann geht es und gut. So, kommen wir aber weiter zu Verbesserungen, Änderungen und so weiter und so fort aus der Map selbst. Ne, deswegen, das ist, wie gesagt, das ist halt nicht so einfach. So, hier die parkenden Autos bei der Brauerei sind verschwunden. Hier standen sonst ein paar parkende Autos im Brauereigelände, wenn man die Brauerei denn schon besitzt und die platzieren konnte. Danke noch für den verschenkten Sub, vielen Dank. Das ist weg. Denn etwas mehr Platz beim Einkauf hier am Bahnhof geschaffen. Das haben wir auch bei mir im Single Let's Play schon gesehen. Man kann jetzt hier ein bisschen besser auffüllen. Der Container, der sonst hier so ein bisschen blöd stand, der steht jetzt hier in der Ecke. Und man kann hier entspannter vorbeifahren und seine Fahrzeuge auffüllen. Das geht ein bisschen einfacher. Dann habe ich 5 kleine kaufbare Flächen auf der Karte eingefügt. Das ist für das Produktionsupdate und zwar Richtung Abwasser. Kleine Abwasserstationen, die man aufbauen kann, wenn man so ein bisschen unterwegs sein möchte auf der Karte, um Abwasser abzufahren. Das zeige ich beim Produktionspack sonst gleich nochmal in der nächsten Folge. Dann haben wir hier Graben Deko auf Feld 14, so ein ganz bisschen tiefer gesetzt. Irgendjemand hat hier irgendwas platziert und merkte, dass die dann so ein bisschen rausguckten. Also ich habe hier die ein Stück weiter tiefer gesetzt. Ob ich jetzt die richtigen erwischt habe oder nicht, das wird man dann sehen, ob derjenige sich nochmal meldet oder nicht. Moin, 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 moin. So, dann haben wir Düngerbedarf bei den Multifruits für Precision Farming ist eigentlich eingefügt, die Multifruit. Eine kleine Lücke bei Feld 27 ist gestopft, da war irgendwo noch so eine kleine Kurve, hier war das, meine ich. Irgendwo war da noch so eine kleine Ecke ohne Wassertextur, das Ganze ist gestopft. Ich habe die Karte für insgesamt 8 neue Produkte vorbereitet. Jo, es sind 8 geworden. Noch ein bisschen was dazugekommen im Vergleich zu den bekannten. Und Ronny, danke dir für den Prime Sub und Pibistello, danke für die Bits. Vielen Dank, liebe Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Und hier oben hat jemand gefunden. Wahrscheinlich war auch hier, hat er irgendwie, ich habe gesehen, glaube ich, Bäume gefällt. Wahrscheinlich Land gekauft, die Bäume an der Seite gefällt. Alter Leute, danke.
Hier wird der ein oder andere wahrscheinlich noch so einen Strommast, den Strommasten, Stromkasten finden, der so ziemlich hier irgendwo ziemlich allein gelassen steht. Der ist hier weggewandert, ne? Also da stand noch so ein kleiner Strommast. Also das ist zusammengefasst eigentlich das, was in der Map 1.7 ist. Also für 8 neue Produkte vorbereitet. Die Elektrobox ist weg. Düngerbedarf für die Multifruits. Grabendeko ein bisschen kleiner gemacht. 5 kaufbare kleine Flächen eingebaut. Etwas mehr Platz bei der Einkaufsstation am Bahnhof. 3 parkende Autos beim Bauplatz Brauerei gelöscht. Und neue Luzerne-Textur für bessere Performance. Bekannter Fehler. Ja, ne? Multifruits, Boden, Textur, irgendeine komische Fehlergeschichte. Warum auch immer. Wie gesagt, leider auch auf Anhieb nicht fürs Team von Team Rheinland Modding möglich, das rauszufinden. Man kann ja logischerweise auch nicht erwarten, dass die sich da jetzt stundenlang mit auseinandersetzen, was auf der Marsch schief läuft. Die haben ihre eigenen Baustellen, eigene Karte und so weiter und so fort. Von daher habe ich da logischerweise Verständnis und generell danke, dass da überhaupt mal drüber geguckt worden ist. So, kommen wir, Map, das war 1.7, jetzt kommen wir noch in dieser Folge zum Modpack 1.4. Und zwar, es gab bei der kleinen Werkstatt hier nebenan einen kleinen Fehler. Und zwar eine Indoor-Area sozusagen, die es eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt. Weil hier gar kein innerer Bereich ist. Den Fehler habe ich gefixt. Hackschnitzelballen lassen sich nicht mehr aus dem Ballenlager rausnehmen. Wie man auch sieht, das Ballenlager ist relativ leer geworden. Da wird der eine oder andere wieder sagen, ah schade, war ein schönes Deko-Gebäude für die Hallen. Wir haben aber jetzt den Vorteil, Achim hat ein bisschen geskriptet. Ne, danke da an Achim Mobil. Und ich habe das nochmal ein bisschen umgebaut und zwar haben wir jetzt wieder, endlich geht's los mit animierten Füllstandsanzeigen in den Silos. Noch nicht in Produktionen, aber in Silos. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ihr seht es, ich habe hier ein bisschen Silage eingelagert. Ich weiß gar nicht, was liegt denn hier, 84.000 Liter Silage. Insgesamt haben wir ja 2 Millionen Kapazität pro Sorte an Ballen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es dann irgendwie hier 400 Ballen oder so liegen, ne? Weil 400 Ballen, die dann Stück für Stück aufgebaut werden, das hätte ich zeitlich jetzt nicht mehr geschafft und tut auch nicht zwingend Not. Aber man kann die halt jetzt praktischerweise eben auch nutzen. Man hat eine Ballenlagerhalle und der normale Landwirt würde diese Halle ja immer auch nutzen, um vielleicht Fahrzeuge abzustellen, was auch immer. Weil vielleicht gar nicht von allen Ballensorten so viel am Start ist. Und klassisch gesehen auf dieser Schiene sind die Silageballen. Hier haben wir die Strohballen, hier sind die Grasballen und so ein bisschen auch die Hackschnitzelballen und hier rechts die Heuballen. Also sofern man kein Heu und Gras einlagern will, kann man natürlich praktisch hier immer schon irgendwelche Fahrzeuge abstellen. Doppelte Bäume lieber gerne mit Foto, genaue Koordinaten und genauer Baum per E-Mail schicken, wenn es auffällt, damit ich genau die Transformengruppe finde, sozusagen, die mit doppelten Bäumen belegt ist. So, und zwar haben wir dann die Möglichkeit im Ballenlager. Ach, jetzt komme ich hier noch wieder nicht rein, ne? Wegen dem Flugmode. Aber okay, erst gleich der zweite, Glück gehabt. Und das ist ein Modpack 1.4, das Ballenlager. Wo ich immer noch, warum ist das nicht dabei? Das ist ein Modpack, das Ballenlager. Und dort dann unter Silos zu finden. Und wir könnten natürlich dann eigentlich hier reingehen. Ich glaube, ich muss es abladen, ne? Von der Plattform. Habe ich jetzt auch keinen starken. Ach, das kann sein wegen diesen Controls. Sind die Ballen Transportstellung, Arbeitsstellung, Ballen entladen. Die Ballen waren sozusagen noch auf dem was gebackt. Oder hat mich jetzt irgendein Mod hier komisch belastet? Was auch sein kann. Wieso kann ich die Ballen denn hier nicht mehr anfassen? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Stroh gehört mir, das passt schon mal. Nochmal Z hatte ich, einmal zu wenig Z. Ja, die Ballen waren noch fest. Dies ist der Vorführeffekt. Vielen Dank, liebe Leute. Hätte ich euch nicht, wäre es wieder komplett schief gegangen, ne? So, und jetzt seht ihr, Vorführeffekt. Jetzt werden hier Ballen wieder nach Füllstand angezeigt. Die haben auch Kollision. Ihr könnt also auch, wenn ihr raufkommt, drauf rumspringen, wenn ihr wollt. Trotzdem hier weiterhin die animierten Balken im Füllstandvolumen. Das Einzige, was eben hier ballentechnisch nicht angezeigt wird, weil ich es nicht eingebaut habe, Luzerneballen. Ne? Das gibt es eben hier noch nicht. Aber Silage, Stroh, Hackschnitzel, Gras und Heuballen.
Und ja, ne, also so hat man trotzdem eine praktische Lagerhalle, kann das aber auch als Ballenlager nutzen. Ist im Update 1.4 mit drinne. Und im Baumenü, wie ich schon sagte, findet ihr das Ganze unter Silos. Ja, dann irgendwo die Ballenlagerhalle, da wo auch das Flüssigkeitslager ist und die ganzen Hofsilos und so weiter, ne? Also das ist auf jeden Fall praktisch. Da wieder Ding Dank an Skripter Arim, der das schön geskriptet hat. Und ja, wie gesagt, ich habe dann einmal die Ballen in kleinere Gruppen zusammengepackt, die Kollisionsboxen einmal aufgeräumt und Stück für Stück füllt sich die Halle bis vorne hin, ne? Musst ihr euch denken, das sind jetzt hier nur, ja, 207.000. Also hier kann 10-mal so viel angezeigt werden, ne? Das Ganze kommt in einer halben Stunde, Stunde, je nachdem, wann Shelly Zeit hat. Am Platz vom Kompost hängt noch eine Lampe in der Luft. Welche? Passen. Welche hängt denn in der Luft? Oder ist das eine kleine? Ach so, oder meinst du da, wo man das, den Komposter platziert, bei der Gärtnerei? Moin moin. Oder was? Danke, danke noch für den Support, liebe Leute. Ne? Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Bitte noch und Muffelsack, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Danke. hier ist noch irgendwo eine schwebende Lampe. Würde ich mir aufschreiben. Hat mir noch keiner per Foto gemeldet. Wie gesagt, wenn sowas auffällt, schickt ein Foto mit genau mit geöffneter Koordinatenmap. Sprich, ihr seht jetzt eine Lampe und ne, stellt euch hier hin und fotografiert sie und schickt mir es per E-Mail. Würde mir am ehesten helfen und würde es für mich am schnellsten korrigierbar machen. Ne, da gibt es tatsächlich 2 Millionen pro Ballensorte. Ist nicht wie die, wie die Hofsilos, die in Gesamtkapazität haben. Na, moin moin. Also da könnt ihr ordentlich Ballen einlagern. Ich dachte gerade, wenn man jetzt eine Strohernte einfährt, dann ist man schnell bei, ne? 5.600.000, 700.000, da hat man vielleicht 2-3 Felder und dann hat man noch ein bisschen Gras, ein bisschen Silage pro Sorte. Also insgesamt können da 12 Millionen Liter rein, ne? Ja, das kann man sagen, ist Modpack 1.4, ist nicht viel, aber dafür ist das Produktionspack halt ein bisschen umfangreicher. Wichtigste halt Ballenlager mit Skript von Archimobil umgebaut, so dass das jetzt das Silo halt Stück für Stück einblendet. Und ja, Ballen werden dementsprechend sind nochmal neu geordnet. Habt ihr keine pauschale Deko-Halle mehr, die schön voll ist mit Ballen, aber gut, dafür habt ihr das. Neues Safe-Game wird nicht gebraucht, sonst würde ich es, dann sage ich es immer 100 Mal, wenn man ein neues Safe-Game braucht. Und dann waren das Team Faction und Arim auch nochmal fleißig. Das bringe ich jetzt hier auch noch mit rein in die Folge, weil ich weiß noch nicht genau, ob ich das in meinem Spielstand hier schon leisten kann. Und zwar haben die was Schönes gebaut, Werkstatt mit Personal. Sehr cooler Mod auch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was kostet der. Der ist, glaube ich, unter Tools. Genau, 30.000. Werkstatt mit Personal. Sehr cool gemacht. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich war da also wirklich komplett draußen vor. Das haben die alles unter sich gemacht. Trotzdem haben sie hier die Marsch schön abgebildet auf dem Container. Haben eine Menge Symbole von unserem ganzen Team hier mit drauf und auch von Unterstützern, glaube ich. Hat eine Tankstellenmöglichkeit. Ich kann hier aber nicht Benzin einkaufen, ne? Oder habe ich da den Trick noch nicht raus, wie ich hier auch einkaufen kann? Ein dickes Licht ist hier mit dran, also nachts wahrscheinlich auch beleuchtet. Gut, dass ich jetzt mehr Platz im Ballenlager gibt. Hatte schon 2 Millionen heute. Der 2 Millionen bleibt ja. Schönen guten Abend, muss ich. Nee, nee, das Ballenlager wird ersetzt. Wenn du das gleiche, also das Ballenlager ersetzt ist. Dein bisheriges volles, optisch volles Lager wird dann leer sein, es sei denn, du hast halt schon 2 Millionen pro Sorte drin, ne? Wo ist denn der Einkaufsbutton hier für Einkaufen? Ich hab's. Weil man kann hier irgendwo einkaufen, habe ich auch gelesen. Aber ich habe noch nicht den Knopf dafür gefunden. Auf die Schnelle gerade eben. Ich habe es auch erst, ne? Ich habe das gar nicht gekriegt vom E-Mail vom Team. Mir ist es selber als Mod auf einer Mod-Homepage aufgefallen. Vielen Dank dafür, Leute. Dass ihr mir das nicht einfach direkt geschickt habt. So. Also irgendwo ist da wahrscheinlich ein kleiner Einkaufstrigger am Start. Rechts an der Seite. Ach, hier drinne. Ja, genau. Hier drinne ist das. Muss man erst aufmachen.
Und hier kann man Werkstatt konfigurieren, reparieren. Ich glaube, das ist der Trigger. Wofür ist der denn eigentlich? Sehr schön auch mit Inneneinrichtung auf jeden Fall. Werkstatt, Fahrzeugoptionen öffnen. Ja gut, aktuell ist kein Fahrzeug hier drin. Ja, mach das, das sollte, ist ein bisschen versteckt, ja, also man muss das denn so laufen und irgendwann würde wahrscheinlich der Button dafür kommen, ne? Moin moin. Also irgendwo könnt ihr hier auch auf jeden Fall einkaufen, das ist schon mal ganz praktisch. Und das Highlight an der ganzen Geschichte ist jetzt nicht, dass man hier Diesel auffüllen kann und Diesel einkaufen. Das ist meiner Meinung nach zweitrangig. Am roten Tank rechts. Aber wird bei mir nicht angezeigt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich einen Mod, der das blockiert. Normalerweise... Da, jetzt ist der Button da. Okay, sehr, sehr klein. Kann man hier seinen Diesel einkaufen. Der ist ein bisschen günstig, der Diesel. Kriegt man scheinbar einen Mengenrabatt. Aber gut, das ist vom Spiel wahrscheinlich gesteuert. Ich weiß nicht genau, ob die einen Faktor hinterlegen können überhaupt im Einkauf. Jetzt haben wir hier eine schöne Digitalanzeige mit 25.000 Füllstand. Und natürlich kann man seine Fahrzeuge hier füllen. Das ist aber, wie gesagt, zweitrangige Geschichte. Ich finde, viel wichtiger finde ich eigentlich, dass dieser Mod tatsächlich ein bisschen weg ist von dem Standard, den man so kennt im LS. Das haben wir eine Geschichte, die so eigentlich, glaube ich, meiner Meinung nach auch noch nicht häufig gesehen worden ist. Und also man kann es mit Fahrzeug auffüllen, natürlich kann man hinfahren und es mit Fahrzeug auffüllen. Man kann es aber auch, so wie bei mir gerade eben gesehen, muss nur den Trigger richtig erwischen zum Auffüllen, also zum Einkaufen. Hier hat man wirklich die Möglichkeit, man fährt einfach hier hin. Das ist praktisch eine Werkstatt, wo man vielleicht nochmal kurz sagen soll, die kostet 30.000 einmalig zum Platzieren. Und in den Tools kostet dann pro Tag, steht da auch drin, 10.000 Kosten pro Monat. Monat ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Monat über zwei Tage spiele, müsste ich 5.000 Kosten haben, wenn ich das richtig sehe. Also kostet pro Monat 10.000. Dafür zahlt ihr in Zukunft kein Geld mehr für Reparaturen an den Fahrzeugen und auch für Lackierung. Wenn ich das richtig versteuert habe. Und es gibt sogar noch irgendwie 10% Wäsche umsonst oder so. Ne? Also ihr fahrt einfach neben diese Werkstatt. Lasst den Trecker im Zweifel da kurz stehen und dann seht ihr eigentlich gleich schon nach ein paar Sekunden, der, ich mach nix, ne? Der Reparaturbutton füllt sich. Bei dem ist das, passt das gerade gut, weil das ist einer, der ziemlich kaputt war. Ihr seht, also alle 5 Sekunden läuft eine Routine im Hintergrund, die das Fahrzeug um 10% repariert. Richtig gewesen? Oder 5% pro 5 Sekunden? Achim weiß es mehr, der hat's programmiert, glaube ich, das Skript. Zusammen mit ein paar aus dem Team. Super gute Geschichte, ganz praktisch. Man muss natürlich jetzt ein bisschen warten. Zahlt aber, gerade wenn man einen größeren Foodpark hat, zahlt man halt nur 10.000 einmalig pro Monat. Und ja, kriegt ein sauberes Fahrzeug wieder, kriegt ein repariertes Fahrzeug, steht hier ein bisschen entspannt rum, guckt ein bisschen in die Gegend, genießt die Marsch, was auch immer. Mit dem Mod ist natürlich auch, alles ist auf allen Karten nutzbar. Gilt auch für meine Produktion und mein Modpack. Auch das könnt ihr logischerweise auch auf anderen Karten nutzen. Den Mod, der ist nicht in meinem Modpack mit drin, den könnt ihr extern laden. Ist in der Modliste auf meiner Homepage aber schon mit drin. Also die Modliste ist sowas von up to date, außer natürlich, dass die Marge und das Produktionspack noch nicht da drin ist. Aber ansonsten alles von, ne, von dem, was man heute hier sieht, ist da mit drin. Also, Fat Action Team, vielen Dank natürlich auch, dass, ja, dass ihr das so schön gemacht habt für alle. Und sehr praktisch. Vielleicht noch, weiß ich nicht, ob nicht gewollt, in der nächsten Version so ein bisschen den Boden. Ne? Man kann sich den Boden aber selber malen. Das kann natürlich jeder machen, wie er denn möchte. Aber jetzt haben wir hier ein repariertes Fahrzeug. Wir zahlen halt 10.000 im Monat. Haben ein repariertes und auch lackiertes Fahrzeug. Lackieren, glaube ich, tut er nicht so viel. Genau, das schreibe ich zwar 10% waschen, 5% reparieren und 2% lackieren. Also wenn man eine volle Lackierung haben will, dann muss man das Fahrzeug vielleicht einfach ein bisschen da drinnen stehen lassen. Macht vielleicht auch gerade Sinn, wenn man Fahrzeuge verkaufen möchte, kriegt man, glaube ich, mehr Geld, wenn man ein frisch lackiertes und ein frisch repariertes Fahrzeug verkaufen möchte. Durchaus sinnig, also wahrscheinlich werden wir die Werkstatt da
auch bei mir im Single im Laufe des Abends noch wiedersehen. Das ist gut für meinen Bürgermeister, der ist faul. So sieht das aus. So, also, ne, das kann man sagen, ist Map 1.7 und Modpack 1.4 plus kleine Info von dem Werkstatt mit Personalmod. Und dann würde ich sagen, mache ich einen kurzen Break und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem etwas umfangreicheren neuen Produktionspack 1.5. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge auf YouTube, bis gleich auf Twitch. Tschüss.